Zug? Armer Kerl. Warte, bis du diese beschissenen Fledermäuse siehst. Nehmen wir den Jungen mit. Was? Nein! Hier können wir nicht anhalten. Das ist Fledermausland. Ist ja irre, ich bin noch nie mit einem Cabrio mitgefahren. Ist das wahr? Naja, dann wird's langsam Zeit, nicht wahr? Wir sind deine Freunde. Wir sind nicht wie die anderen, Mann. Ehrlich? Los mit dem Gequatsche oder ich setze dir einen Blutegel an, klar? Steig ein. Ich fragte mich, wie lange wir das durchhalten konnten. Wann würde einer von uns anfangen, diesen Jungen mit wirrem Zeug vollzubatschen? Was wird er dann denken? Diese einsame Wüste war die letzte bekannte Heimat der Manson-Familie. Würde er diesen grausigen Zusammenhang herstellen, wenn mein Anwalt anfinge zu kreischen, weil Fledermäuse und riesige Mantarochen sich auf unser Auto stürzen? Wenn ja, nun, dann würden wir ihm einfach den Kopf abhacken und irgendwo begraben. Versteht sich ja von selbst, dass wir ihn nicht laufen lassen können. Er würde uns wahrscheinlich bei irgendeiner abgelegenen Nazi-Strafverfolgungsbehörde anzeigen und die werden uns jagen wie Hunde. Hab ich das gesagt? Oder nur gedacht? Hab ich gesprochen? Haben die mich gehört? Schon okay. Er bewundert nur die Form von deinem Schädel. Nein, danke. Vielleicht sollte ich mit dem Jungen ein kleines Gespräch anfangen, dachte ich mir. Vielleicht würde er die Ruhe bewahren, wenn ich mir ein paar Dinge erkläre. Also gut, hör zu. Ich werde dir jetzt mal ein paar Sachen erklären. Kannst du mich hören? Gut. Du sollst ruhig alles erfahren. Hier geht es um einen sehr ominösen Auftrag, der eine gewisse persönliche Gefahr in sich birgt. Ich bin publizierender Journalist. Das hier ist wichtig, verdammt noch meine absolut wahre Geschichte. Hey, Alter, nimm deine Scheißhände von meinem Hals! Na. Unsere Vibrations wurden langsam unangenehm. Aber warum? Gab es in diesem Wagen keine Kommunikation? Waren wir auf das Niveau dumpfer Kreaturen gesunken? Also jetzt pass mal auf, der Mann da vorne ist mein Anwalt. Er ist nicht irgendein Penner, den ich am Strip aufgelesen habe. Er ist Ausländer. Ich glaube, er ist Samoaner. Aber das macht nichts, oder? Hast du Vorurteile? Nein, natürlich nicht. Hätte ich dir auch nicht geraten. Weißt du, trotz seiner Herkunft ist dieser Mann äußerst wichtig für mich. Oh, scheiße. Ich habe das Bier vergessen, willst du eins? Nein. Bisschen Äther? Was? Ach, vergiss es. Also gut, kommen wir zum Kern der Sache. Vor 24 Stunden saßen wir in der Polo-Lounge vom Beverly Heights Hotel. Im Innenhof selbstverständlich. Im Karate. Ein physikalischer Salut an die fantastischen Möglichkeiten des Lebens in diesem Land. Aber nur für solche mit wahrem Mumm. Und wir strotzen geradezu davon. Verdammt richtig! Mein Anwalt versteht, was ich meine, trotz seiner fremdländischen Herkunft. Aber du auch. Er sagte, er verstünde es. Ich konnte an seinem Blick erkennen, dass dem nicht so war. Er belog mich. Medizin! Medizin! Medizin? Oh ja, Medizin, wirklich. Hier ist sie. Keine Sorge, dieser Mann hat ein krankes Herz. Angina pectoris. Aber wir haben ein Mittel dagegen. Hier, mein Freund. In Ordnung, tief durchatmen, tief durchatmen, tief durchatmen, Johnny Boy. Also, schon geht's dir besser. Und einen für den Doktor. Was zum Henker haben wir hier draußen mitten in der Wüste verloren? Man muss die Polizei rufen, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Die Wahrheit ist... Wahrheit? Dass wir nach Las Vegas fahren. Vegas? Um einen Heroinverkäufer namens Schnee Henry umzulegen. Das ist wahr. Weil er uns abgezogen hat, obwohl wir uns schon seit Jahren kennen. Du weißt, was das bedeutet. Du weißt, was das bedeutet, nicht wahr? Nein. Schnee Henry wird den Löffel abgeben. Wird den Löffel abgeben? Wir werden ihm seine Lungen rausreißen. Wir werden sie aufessen. Der Bastard wird damit nicht durchkommen. Jetzt mal ehrlich, was ist los? In diesem Land, wo ein Schwanzlutscher wie der einfach einen promovierten Journalisten bescheißen kann, kannst du... Hey! Danke fürs Mitnehmen. Ich mag euch, Jungs. Ganz ehrlich, macht euch damit... Warte! Komm zurück und trink noch ein Bier! Nichts. Bockmist. Ich werde ihn vermissen.